der letzten Episode. Ja, wir nehmen den Wolf natürlich jetzt mit. Ich muss ihn ja nicht hier mit einer Pampa ausnehmen, wenn ich ihn im Prinzip mit nach Hause nehmen kann. Wie bitte was? Hat keinen Bock mehr, echt. Schade. Tada. Wir müssen los. Das heißt auch, wir müssen uns erleichtern. Ahahaha. Wir haben ja noch gar nicht das Funkgerät. Damit können wir nichts machen. Wo hältst du die Fackel? Hallo? Wieso hältst du die Fackel da unten? Oh, ich war so tief gestürzt. Wie bitte was? Echt? Na dann machst du mal. Kostet zwar Prozente jetzt, aber das ist mir egal. Fertig. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interlopermodus in der Episode 94. Ja, wir sind tatsächlich in der beschädigten Bahnstrecke. Wir haben uns jetzt am Abend noch reingepusht quasi, auch wenn das letzte Stück im dichten Nebel war. Aber was willst du machen? Gut, wir sind jetzt hier. Ja, Skorbut wächst, so gehört sich das. Sollen wir jetzt hier drinnen schlafen? Wir gehen rein. Die Überlegungen. Hallo Welt. Ja, die Sache ist halt die, also wir werden jetzt das nicht durchsuchen, weil es ist zu finster, wir haben nicht so viel Öl, aber wir gehen hier schlafen. Ich habe halt gedacht, man schläft draußen. Gut, Futter. Man schläft draußen, damit man da wegen Lagerkollerrisiko, aber wir haben ja jetzt eine Nacht in der im wilderer Lager verbracht, deswegen sollte es jetzt nicht das Problem sein. Was wir jetzt machen, ist, wir warten. Das passt nicht, Junge. So, du kommst jetzt auf deine 10 Stunden, die Nacht auch ungefähr. Okay, müssen das natürlich genau einstellen. So, 10 Stunden, Junge. Ist natürlich jetzt noch finster, das ist mir klar. Deswegen warten wir wahrscheinlich noch eine Stunde. I'd eat anything right now. Ach, das war das Wasser, okay. Ich hab grad gedacht, was taucht jetzt wieder auf? Also apropos, du könntest eigentlich hier mal was ablegen. Die Fackeln zerlege ich mal. Gut, dann ist klar. So. Wenn ich noch eine Stunde oder so warte, dann wird's auch weil. Gut, alles klar. Das Durchsuchen dauert ja nicht allzu lang mit dem Jungen. Das ist der Vorteil. Gut, da ist nichts drin, immer noch ein Buch. Und nichts. Genau. Ist nix. Ein Kaffee. Noch mehr Streichhölzer. Die kommen noch mehr in Handy, Junge. Kein Feuerstahl. Gut. So, da waren wir dran. Hier noch nicht. Okay. So, ich schau mal durch, was wir hier schon ablegen können. Gut, zumindest ein bisschen was. Ja, ich habe das mal ein bisschen geändert, dass das halt nicht erstens nicht so rasant schnell aufschlägt und dann auch eine vernünftige Öffnung. Jo, 1 Batterie, okay. Gut, haben wir schon wieder eine. Ich habe gerade eine abgelegt. Manchmal ist es halt so. Manche Sachen macht man halt mehrmals. I can always use more food. Immer, Junge, immer. Die Ketchup-Chips haben, glaube ich, auch Vitamin C, oder? Genau, und deswegen isst man die. Also das ist ja auch der Grund, warum man sich überhaupt Chipstüten kauft, damit man seinen Vitamin C-Gehalt hochhält. Naja, nice. Das können wir nicht mehr lernen. Ja, wir sind schon auf Level 5. Gut, die Kohlen sind schon mal nicht schlecht. Das reicht allerdings nicht. Na gut, wenn man mit tonnenweise Stöcken reinkloppt, dann kriegt man das vielleicht schon hin. Das ist wahrscheinlich erstmal einen halben Tag brennen lassen. Dann wegen der Brenndauer halt.
Und schon wieder eine Sicherung, als gäbe es hier einen Sender. This could be really useful. Ja, total. Du findest exakt die unnützesten Sachen besonders wertvoll. Ich kann halt extrem viele Sachen mitmachen. Gut, zu Deutsch. Alle Spinde sind leer. In der Tat. So, Wasser, das ist schon mal nicht schlecht. Es war noch ein bisschen Wasser, aber immerhin. Ja. So, du hast Hunger. Hier, bitte sehr. Frechheit, dass Schokolade kein Vitamin C hat. Was für Gründe soll man denn da bringen? Noch ein Brecheisen, gut. Es kommt noch ein Schrank, hier liegt wieder Draht. Ein Schuh, gut. Braucht man nicht, aber hey, ist immerhin Leder. Ja. So einen schönen Schraubenschlüssel. Willst du nicht rausholen? So, was haben wir denn? Holz. Da ist doch einiges zusammengekommen. Die Bücher alle raus. Der Zunder alles raus. Und noch mehr Vitamin C. Better take this food. Noch ein Buch zum Rauslegen, Gott. Naja, manchmal steht hier ein Ölkanister, aber ich weiß gar nicht, ob es ihn im Interlope überhaupt gibt. Braucht man an der. Ich frage mich, ob man an der Schlucht ein Kletterseil braucht. Ich dachte ja nein, aber wahrscheinlich doch. Weil das ist ja auch ein Seil, wo du ja eh nur runter und rauf gehst. Hm. Okay. Da muss man auch mal ein bisschen genauer schauen. Da ist der. Ein halber Liter, echt. Was passiert denn? Jetzt machen wir da mal eine Probe aufs Exempel. Was passiert, wenn du den umfüllst? Ist er dann weg? Oder ist er dann leer? Ernsthaft, ist weg. Zwei Batterien, okay. Nein, noch nicht, sag ich mal. Noch mehr Streichhölzer und viel mehr Sicherungen. Froh, dass ich das nicht in echt so mache mit dem mit Benzinkanister. Okay. Hier ist, glaube ich, wenn mich alles täuscht, Hundefutter drin, richtig? Nö. Ist es nicht. Das war die hintere. Richtig? Ja, ich weiß. Nee, wir müssen es abbrechen. Das war zu knapp. Neuer Versuch. Nee, dann war das die hier oben. Ja, das reicht wieder nicht. I could snow if the hypothermia wouldn't kill me. Jetzt, das kann doch nicht sein. Müsste 219, 259, okay, ja, hier unten steht, was du hast und hier, was es braucht. Okay, ist zwar knapp, aber es funktioniert. Ah, okay. Bettstein und Nähzeug, nice. So, erstmal zwei rennen. Dass das Hundefutter nicht mehr da ist. Ich kann nicht. So, jetzt haben wir natürlich tonnenweise Altholz. Das bleibt deswegen, gehen wir gleich hier rüber. Dann fliegt das schon mal raus. 5,5 Kilogramm.
Gut, alles klar. So, dann haben wir noch ein bisschen was für den Spind. Und dann müssen wir mal gucken, wie es draußen um die Wolfsgeschichte aussieht. So, hier irgendwas natürlich nicht. Hier auch nicht. Was war das gewesen? Die Handschuhe. Ja, wir haben die Hasenfäustlinge, deswegen, oder Kaninchenfäustlinge, deswegen ist natürlich klar. Naja, wir machen das mal so. Wieso sind wir jetzt noch so schwer? Also wegen dem Seil. Ja, genau, das Seil, okay. Wir legen das mal raus für den Fall, dass wir, wenn wir dann runter gehen, dann brauchen wir das bestimmt. Sonnenschein. Und Wölfe, ich höre es schon knistern. Siehst du welche? Dachte ich jetzt gehört. Verbannt, ja. Sonst nix. Ich gucke mir die Umgegend an, als das, was mit dem Truck ist. Gut, auch nichts. Hinten sieht leer aus. Gut, dann hätte man zumindest mal die Trucks durchsucht. Ist hier auch eine Art von... Ist das nicht ein Wolf? Wollte ich doch sagen. Edge, Junge, Edge. Minus 11. Wir brauchen ein bisschen Holz. Okay. Das ist echt nur ein Wolf. Aber nur eine Kohle. Die Madame hatte zwei. Also wenn wir schmieden wollen, kann ich jetzt schlecht hier Kohlen verwenden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Stöcke. Ja gut, der Wind. Es ist eigentlich noch günstige Richtung. Das Feuer zumindest günstig platziert, aber man weiß es nicht. Okay. Eins, zwei und ein ganzer Schwung hiervon und dann ein paar hiervon. Was? So schwer. Mehr als so zwei Batterien. Und ein Drittel so viel wie die Madame. Jetzt kommt genau von da, ne? Das ist ja so ein Mist. Ja, kommt genau von dort, okay. Aber das könnte klappen. Das könnte klappen, wenn man das hier hin macht. Warte mal, wir haben doch ein Buch, genau. Das ist überhaupt nicht windig. Wieso, wohin dreht er denn? Ist es kein, sehe ich das nicht als Windschatten? Willst du mich verarschen? Jetzt dreht er ein bisschen, okay, gut. Aber das ist doch Windschatten. Ist noch tiefer machen.
Also mit dem Windschatten ist es auch nicht wirklich stringent. Nein, so wird das leider nicht. Das ist ziemlich bescheuert. Ja, dann müssen wir halt ein paar Prozent investieren. Ist leider nur ein relativ kleiner Wolf. Deswegen ist er wahrscheinlich auch der so an dem glorreich an dem Pfeil zerschellt. Okay. Ich krieg das schon hin. Come on, come on. Gut. Machen wir nicht zu viel rein. Nein, ich habe H gedrückt. Wie warm ist das? Ist gerade 0 Grad, echt. Ja, was willst du machen? Wir brauchen das Essen. So, der Wind ist mal wieder aufgehört, echt. Dann machen wir hier drüben weiter. Oh ja, nimm das, was am längsten braucht. Die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist. Eine Fackel und ein Altmetall. Schade. Gibt keine Pünktchen mehr. Also bitte, ich hab drückt doch die H-Taste. Mit G kommst du auf das Menü. Echt interessant. Never felt so cold in my life. Machst halt noch ein paar Stöcke drauf. So. Die Fackeln wären halt wichtig. Ja, ja, Holz. So. Gut. Das holen wir mit der Hand raus. Okay, weißt du was? Dann machst du mal hier gleich mal einen Liter. Und ja, das passt. Da schneit es. Den noch rein. Hat reingepasst, sehr schön. Der ganze Wolf liegt im Magen. So, dann bitte noch eine Pfanne hier hin. Und dann machen wir beiden nochmal ein Liter. Das ist mit Blut, echt. Lecker Bluttee. Feuer geht lang genug, das ist kein Problem. Das war übrigens der Tag. Also wer sich fragt, was wir heute gemacht haben. Im Kisten gekloppt und Wolf zerlegt. Gut. So, das ist fertig und dann machen wir gerade weiter. So lange. Wieso ist das nur ein. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso ist das nur ein Darm? Das ist nur eine halbe Portion. Deswegen war das auch so ein kleiner Wolf. Wir versuchen das einfach, solange es geht. I'm gonna have to leave something behind. Machen wir noch ein Altholz rein. Dann machst du dasselbe nochmal. It's dusk. The night can't be far behind. Ja, Junge, aber wie man an deinem Auge sieht, ist für dich noch lange nicht Dusk. Gut, dass wir hier einen Wetzstein gefunden haben, das finde ich super. Weil dann könnte man mal wieder Beil und so weiter. Das Beil hat jetzt halt gut gelitten durch die Kistenklopperei. Wir machen einfach weiter. Das Wetter ist sich noch nicht sicher, was es macht.
So, noch ein Stückchen. Achso, ich hab alles, Alter. Da hab ich gerade einen Schreck bekommen. Gut, aber ich denke, das passt sowieso vom Auge. Das war ein guter Tag, Junge. Extra weit die Därme auseinandergelegt, dass da kein Streit aufkommt. Echt, das fällt aber schnell auf. Offensichtlich hat jemand versucht, eine grobe Schiene für das Bein des Patienten zu basteln. Sie war nicht sehr wirkungsvoll und er litt stark. Der Wolfsbiss ging bis auf den Knochen, den man sehen konnte. Entschuldigung, den Fehler mache ich jedes Mal. Chesley, haben wir nicht dabei? Nö. Wir warten noch einen Moment. Ja, leider schon. So. 13 Liter. Nice. Wir haben zwar nichts zu essen, aber wir können uns tot trinken. Okay, gute Nacht. Komplett erholt aufgewacht. Ja, das ist Punktlandung, bekanntermaßen. Ja, hier ist blöd, weil wir hier tendenziell Sachen sammeln, die wir dann wieder rausnehmen. Aber zumindest ein bisschen kann man ablegen. Wieso haben wir schon wieder... Achso, wegen dem ganzen Wasser. Ich wollte sagen, wieso haben wir schon wieder so viel Übergewicht? Wir sind ständig am Ablegen. Halt wie in echt. So, das Wasser frieren wir gleich ein. 10 Liter bitte. Beziehungsweise 10,5. Ja, 41 Kilo, das ist schon mal nicht schlecht. So, ja, wir können nichts machen. Also warten wir mal eine Stunde. Oder vielleicht noch länger, je nachdem, was der Nebel sagt. Es ist übrigens extrem warm, wie man sieht. Jo. Also ich bin nicht sicher, was der Nebel sagt. Dann würde ich sagen, machen wir Abflug. Ja, wir machen Abflug und zwar Richtung ferne Gebiete. Der Wolf da oben ist leider noch da. Ja, wir verlieren halt, naja, was heißt verlieren, aber es ist halt immer mit diesem Sat-Bonus-Gedöns schon ein bisschen schwieriger. Also damit sowieso. Da halt immer gescheit vorzusorgen, weil wenn du halt das Funkgerät hättest, dann könntest du wenigstens sagen, okay, lass uns wenigstens mal gucken gehen, ob wir was finden. Gut. Der geht wenigstens in die günstige Richtung. Hallo? Irgendwo ist noch einer unterwegs. Ich habe auf jeden Fall noch knistern gehört. Das könnte aber auch der geflohene Wolf sein, dass er gar nicht so weit weg war. So ein Revolver ist schon praktisch. Solange man Munition hat, natürlich. Gerade mal schauen. Wir haben den Hammer dabei. Okay, wir haben 5 Angelzeuge. Okay. Ich überlege halt nur, wenn man halt irgendwo mal angeln müsste, ob man da vorbereitet ist. Sind wir aber. Das ist schon nicht schlecht. Gut. Ja. Ist klar auf. Gut. Gut, dass wir gleich in den Tunnel gehen. Das kann man mitnehmen. Das ist gar nicht schlecht. Da kann man ein bisschen Öl sparen. Ey, Junge, das ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie neu. Weißt du?
Ja. Und seine numpen Finger mal einsetzen. Beschädigte Brücke. Altholz. Schönes Echo in dieser Brücke. Federn gibt es nicht. Na, da sehe ich nix. Hier drin ist es auch zu kalt. Stoff, naja. Wenn wir mal wieder auf den Stoffel treffen. Haha. Im Sinne von Wolf, brauchst du das als Verband. Bisher sind wir tatsächlich relativ gut drumherum gekommen, diese Scheißviecher. Einen haben wir gegessen und den anderen haben wir verscheucht. So Junge, da warst du noch nie, glaube ich zumindest. Öfter mal was Neues. So, dann brauchen wir das Ding hier. Ist auch zu kalt hier, echt verdammt. Dann wird das eine teure Geschichte. Normalerweise ist es im Tunnel nicht so kalt. Ist so schwer. Also ganz ehrlich, ich war in diesem 25 Kilometer langen Lerdalstunnel, der auch noch in irgendeinem Norwegen-Video mal kommen wird, da bin ich mal angehalten. Da gibt es nämlich so drei größere Buchten, nach einem Viertel. Und du darfst dort kurz halten, bis zu 3 Minuten halt. Und da ist es richtig warm. Das war der wärmste Ort im ganzen Urlaub in Norwegen. 20 Grad. Wir haben ja minus 29, ja klar, auf jeden Fall. Das glaube ich aufs Wort. Nix mit Füße, hallo? Wenigstens das können wir im Vorbeigehen machen. Hier, da kannst du mal Bumm machen. Ducken musst du dich nicht, Junge. Es ist alles hier niedrig genug. Wie was? Nicht noch ein Brecheisen? Ich dachte, ich hätte gerade eins gesehen. Nee, das war nur die ganzen zerbrochenen Dinger am Boden. Ah, hier drinnen geht die Temperatur rauf. Da wenigstens etwas. Naja. Das ist hilfreich. Das auch. Das ist ein bisschen rot. Okay. Gut, viel war es jetzt nicht, aber zumindest ein bisschen was zu essen. Mal ein paar Minuten weiter. Und wir sollten uns vielleicht auch aufwärmen. Ist hier sowas wie ein Bett? Nicht. Das ist schade. Dann warten wir einfach so. Dieses Finster ist natürlich. Gut, für das kurze Stück können wir die Laterne nehmen. Wir gehen natürlich hier lang. Das ist dann wieder unten rum. Gut, ein Liter mehr Wasser hätte wahrscheinlich nicht schlecht getan, aber hey. Guck mal, wie der Junge hier die Treppe runterrennt, das ist ja der Hammer. Es ist tatsächlich windig. Uiuiui, da gehe ich lieber nicht so schnell. Oh ja, ein Wolf natürlich.
Komm her, Junge. Mia, komm her. Danke. Klar, ganz logisch, dass das passiert. Und übrigens neues Holz. Das so ein Kühlungsrisiko wäre schon wieder da. Da hat er jetzt einen Schreck bekommen von dem Pfeil, der da kaputt gegangen ist. Dong. Bleib mir vom Leib, Junge. Einmal ein Stück in die Richtung. Das Lustige ist, hier könnte man angeln gehen. Wenn es nicht so stürmisch wäre. Feuer machen und dann angeln gehen. Aber da ist nichts mit Feuer. Da ist höchstens was mit Adieu Prozente. I need to drop some. Junge, hier wird nichts gedroppt. Du kennst die Regel nicht, aber wer hier lang geht, der ist überladen. Nur, dass du Bescheid weißt. Und kalt? Naja, eigentlich nicht. Abhängig vom Modus. Gut. Ja, natürlich. Nee, das ist ganz, ganz logisch mit dem Wind. So, da wird es hoffentlich warm. Oh, es ist hell. Nice. Streckwerteabkürzung. Ist halt den Jungen an neuralgischen Stellen halt jagen und dann geht das schon. Gut, okay, ich brauche die Laterne. Wow, da ist ein Stock. Dose Schoko kaputt. Schweinefleisch mit Bohnen. Der Dosenöffner dazu. Dankeschön. Kohle, zwei Kohlen. Nee, das ist ein Stückchen. Eine Kohle. Ah, hier ist nichts. Gut, alles klar. Weißt du, du kannst doch rennen. Also, wo ist das Problem, Junge? Auch das war noch nicht der lange Tunnel, oder? Kann das sein? Oder die lange Strecke? Ja, wir haben noch eine relativ lange Überlandstrecke. Wo gehst du denn hier lang? Das ist aber eine andere Stelle, oder? Das ist die andere Seite, genau. Eine Kohle. Kannst du dann oben rausgucken? Ja, ich denke, wir belassen es erst mal mit Stöcken. Ja, wir rennen. Schicken dich noch nicht rennen. Okay, 5 Kilo. Das ist so noch nicht. War relevant, aber wir sind auch nicht so extrem weit weg. Jetzt hier oben. Ton aus. Genug gedröhnt, denkt sich das Spiel. Ah ja, hier dröhnt es wieder, gut. Musste mal kurz verschnaufen, das Dröhnen. All I can think about is food.
Apropos Schnaufen. Hier dröhnt es nicht mehr. Hier dröhnt es wieder. Genau. Es gibt also dröhnfreie Segmente, echt. Gut, bevor wir rausgehen, machen wir mal was. Ja, das reicht erstmal. Ich schmeiß das erstmal auch raus. Das zerlegen wir mal. Ist mir eh noch nicht ganz warm. Da haben wir immerhin ein bisschen Gewicht reduziert. Das bleibt jetzt auch hier. So, wir haben auch keine Dosen mehr. Dafür dann weiße Stöcke. Jo, ab in die Kälte, Junge. I'm not sure I can carry much more. Oder wie manche gerne sagen würden, ab in den Urlaub. Nur ein kalter Urlaub, ist ein guter Urlaub. Gut, man hätte das natürlich auch hier rauslegen können, aber hey. Gut, dann müssen wir halt ein Pfeil basteln. Einen kalten Pfeil, aber wir basteln einen Pfeil. Naja, es ist zumindest so eine Art Pfeil. So, und jetzt kommt der lange Abschnitt. Da kommt zwar zwischendurch mal in eine Höhle, wo man sich vielleicht aufwärmen kann. Aber ansonsten ist das jetzt erstmal Getappel. Oder um in der Sprache des Jungen zu bleiben, Gerenne. Und die Stahlschlucht. Ah, da vorne ist das schon mit dem Wolf, okay. Da ist schon das mit der Höhle. Gut, wenn wir uns das mit dem Prozenteverlust noch ein bisschen vom Leib halten, wäre ich nicht sehr traurig drüber. So, wir nehmen gleich mal den Weg zur Höhle. Müsste irgendwie eine Mechanik geben, wie man Wölfe anlockt. Und zwar nicht, indem du halt die ganze Zeit einen Darm mit dir rumschleppst, sondern halt nur auf Bedarf, sozusagen bei Bedarf, dass du halt so einen Ruf oder sowas. Verbliebenen Höhle. Hier ist noch mehr Holz. Jetzt wir in Ruhe lassen können. Hier ist relativ warm tatsächlich. Gut. Dann machen wir uns mal warm. Das dauert zwar eine Weile, aber hey. 4%. Beziehungsweise 5. Weil der Junge so lange rumknöppelt. Je leichter, desto besser, Junge. Also, es ist neblig geworden, okay. So, ich hoffe, hier gibt es keine Wölfe. Ich dachte zwar, ich hätte was gehört. Warte mal, da ist einer offen. Was drin ist? Man kann da reingehen. Yay. Nee, das ist der da hinten, okay.
Also das haben sie ja gut ausgerichtet. Meine Fresse. Zum Glück ist dieser Bereich sehr linear. Da kann von mir aus jetzt der dichte Nebel kommen. Das interessiert einen nicht. Man sieht halt nur nichts. Das ist das Einzige. Okay, komm, gib Gas, Junge. Ja. Bong. So müsste man laufen können. Der Windhüpfer Felssturz. So, und jetzt kommt dieser Tunnel. Nachdem ist dann unter hübscher Ansehung in diese, wie heißt das Ding wieder, in den Transferpass geht. Was haben wir sonst noch? Nee, das nicht. Ja, genau. Streichhölz, auf jeden Fall. Kaum was zu sehen, alter Schwede. Ich scanne so einen halben Meter vor dem Jungen. Mir ist es eigentlich fast nicht. Cola, nice. Die nehmen wir mal mit. Noch eine. Jetzt mal auch nur noch einen Pfeil nach unten. Dann ist es jetzt die Laterne. So, besser. Das war die, genau. Ja, wir müssen aufs Gewicht achten. Ja, läuft halt hier lang. Da vorne scheint aber schon der Ausgang zu sein, oder was? Ich denke schon. Inzwischen ist es hell genug. Something's gotta go. Oder so. So, und da sind wir im Transferpass, Junge. Und da sage ich nur... Ja, das sage ich nicht. Wenn wir dann schon hier sind, also nicht nur hier, sondern auch im... in fernen Gebieten, dann sollten wir schon gründlicher sein, meiner Meinung nach. Na ja gut, für die Story ist es natürlich, da musst du natürlich erstmal die ganzen anderen Bunker alle machen. Aber zumindest mal durchsuchen und so weiter. Begehen. Stellenweise kartieren, sofern das Wetter das erlaubt. Vorne liegt ein Zeder. Der Tag ist zwar noch lang, aber man sieht nichts. Jetzt müssen wir erstmal am Depot ankommen und abladen. Das ist erstmal das Erste. Das haben wir aber ganz gut hinbekommen mit dem Unterkühlungsrisiko, das muss man echt sagen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wir hatten auch Glück mit dem Wetter.
Rohrkolbenstängel gibt es hier auch ein paar. Ja, richtig fies ist halt, also speziell auch im Interloper, die längsten Mine. Weil aus den Wölfen kannst du nichts holen, die hast du nur permanent auf der Backe. Du musst halt gucken, dass du halt Rehe und sowas jagst. Oder halt von diesen Lebensmitteln lebst, die halt da herumliegen. Ja, das ist nicht ohne. Da muss man sich echt überlegen, was man da am geschicktesten macht. Ich habe keine Ahnung, wie weit es noch ist. Also vom Auge her nur noch 2 Stunden. Ah ja, Lungensumpf. Hier der Wasserturm. Ja, können wir Kohlen und das alte Holz. Ja, okay, gut. Dann halt nicht so ordentlich gehen. Vorne sieht man einen Teil des Depots. Gut. Rinn mit dir, Junge. Ja, ja, komm, gehen Sie rein. Medizin. I need to find a place to rest. Eine Jacke, Junge. Und Handschuhe. Gut. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir schmeißen mal Dinge raus. Wir uns richtig erleichtern können, Junge. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas finden, wo wir sagen können, damit können wir uns 12 Minuten länger über Wasser halten, futtertechnisch gesehen. Ja, die Dinger können wir schon mal trocknen, genau. Ansonsten nehmen wir mal hier diesen roten Koffer. Besser als nichts. Ja gut, vielleicht legt man dich mal eine Stunde ins Bett. Wieso finden wir hier so viele Antibiotika? Stoff, gut. Ja gut, das ist natürlich extrem viel Wasser. Okay, gut. Ja genau, so schläft man. Machen wir die Tür zu. 1 Stunde geben wir dir. Ist immer noch dicht daneben, oder? Na gut, auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir hier mal die Region durchsuchen, bevor es dann aufgeht in die nächste. Also wir machen natürlich beides, das ist klar. Ja. Wir bräuchten irgendwas zu essen. Vielleicht haben wir ja Schneehühner oder Kaninchen oder irgend sowas. Sonst müssen wir halt mit Rohrkolbenstängeln über Wasser halten. Das Ding wird nicht besser. Teilweise könnte man auch angeln gehen. Jetzt, wo Nebel ist, vielleicht im Sumpf. Wäre das vielleicht die Idee, dass man halt angeln geht? Mal so ein paar Stunden, ein paar Fische rausholen. Vielleicht so 2, 3, dass man einfach mal einen Schwung Vitamin C und Kalorien bekommt. Das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ganz so viel Holz brauchen wir dafür ja auch nicht. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was es dann auch im Flughafen gibt. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.